Hallo und herzlich willkommen. Heute geht's weiter bei unseren Sega Mega Drive Flashback. Und heute starten wir mit der S von Aquaload Summer Challenge. So, jetzt habe ich es. Summer Challenge ein bisschen weiter raus. Sehen. Leider die Rückverpackung stimmt nicht. Die haben mir eine falsche Rückverpackung gegeben. Das wäre für ein anderes Spiel. Das ist ein Footballspiel oder so. Aber die Cartridge ist das Spiel. Also das ist schon mal so weit richtig. Und ich werde da sowas von verkacken. Hineindrücken. Ein bisschen Kraft einschalten. Dann haben wir die Cartridge durch, soweit ich sehen kann. Ja, Tennis ging nicht. Tennis war für den Vorgänger. Nur für das Master System. Vielleicht passen auch rein. Aber nicht. Guck mal, ob es einen Adapter gibt. Aber ich glaube nicht. Bubba. Jo. Das probiert 1993. Da war ich noch frisch. Da konnte ich diese Spiele wahrscheinlich auch, hätte ich diese Spiele besser bewältigen können. Jetzt sind sie schon eine echte Herausforderung für mich. Lass mal euch so ein bisschen so die in Intro wirken. Ja, erinnert ziemlich an die Summer Games von Epic, ja? Okay, das ist aber schon ein bisschen interessanter gestaltet. Wir starten auf Training, Tournament. Tournament, Select Channel, Passwort, nein. Das ist auch wieder alles Englisch. Ja, das was ich auch in den Konsolen. Diese Eingabe mit Controller. Flagge. Haben wir denn hier? Ah, gab es diese Weltumsonst schon nicht mehr? Deutschland. Nämlich Russland. So. Picture. Wollen wir den. Der grinst zumindest ekelhaft. Select Opponents. Was? Select Opponents? Ne. Die Öffnungsfeier. Soundchip war grottig, oder? Wir starten einfach mal. Los hier, auf geht's. Okay. New Tournament. Was, hä? Achso, muss ich mir jetzt immer so die Dinge auswählen? Das heißt, da kommt jetzt automatisch so ein Tournament. Nee, also wie kacke ist das denn jetzt? Das war Verarschung, oder? Ja, Mann. Das ist auch alles Mobbing. Mobbing, ich will einfach nur spielen. So. Flagge.
Was da? So, Picture, hier auch oben. Wo ist er denn, der Asiate? Da ist er, was da war. Ein anderer. Okay. Ne, das überspringen wir. Standings. New Tournament. Also Standings. Okay. Also geht einfach die Dinger durch, denke ich mal. Komplett. Return. Hä? Ja. So, kann ich jetzt schießen? Okay. Also muss ich das hier möglichst in die Mitte bringen, vermute ich mal. Okay. War eigentlich ganz schlecht, oder? Kann besser sein. Nächster. Hast du Zeit, warum? Ist die Gegenseite. Muss ich die Gegenseite auch spielen? Spiel ich zwei Personen? Oder ist es einfach nur die zweite Runde von einer anderen Position aus nochmal schießen? Also ein bisschen beeilen, da hat nicht viel Zeit. Huch, war noch ganz daneben. Boah, wenn es noch der Zeitdruck geht, dann ist es schwer. Aha, ganz verrissen. Oh, scheiße. Nochmal. Oh, schlecht. Das konzentriere mich, weil ich jetzt die Zeit im Hinterkopf habe. Das bringt mir dann automatisch einen Stress. Und dann treffe ich jetzt. Okay. Okay, ich habe auf jeden Fall keine Medaille abgeholt, wie es aussieht. Okay. Da war schon mal nichts. Bin nicht im Bilde. Habe ich deswegen muss man dichter ran. So. Bin ich gut sichtbar, hoffentlich. Okay. Dann nächstes. So, dann kann ich jetzt das nächste aussuchen. Wir versuchen mal rudern. Okay, so eine 3D-Sicht. Achso, ich muss so links, rechts machen oder was? Boah. Die Sicht ist schon schwierig. Nicht getroffen. Ups, einen umgefahren erstmal. So. Ein bisschen anders als ich das vom C64 kenne. Das ist dann schon ziemlich stark. Hier. Aber darüber, 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 darüber. Zeitabzug, ne? Hoffe ich auf jeden Fall. Oh, 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 oh. Muss ich hier links, rechts vielleicht drücken oder so? Knopf gedrückt halten bringt nichts. So, will ich noch mitnehmen. So, was muss ich denn? Oh, gekentert. Oh nein.
wie konnte das passieren? Ah, ein anderer russischer Kollege hat es geschafft. Was? Im dritten Platz. Haben die Silber noch geschafft, ne? Ja, Silber noch geschafft. Oh Mann. So, Tommy Menü, ins nächste. Dieses Retro-Bild mache ich mit Absicht nicht an. Also ich kann mich nicht erinnern, dass das so streifig auf dem Fernseher wirkte, wie es in diesen Emulation-Einstellungen aussieht. Also das ist ein bisschen übertrieben, deswegen ich lasse das klare Bild da. Oh Gott, wie geht das denn jetzt laufen? Ready. Ich hoffe, ich muss nur laufen und nicht irgendwas Kompliziertes machen. Achso, ich muss drücken. Ah. Wie hüpfe ich denn? Einfach auf die Fresse. Oh Mann. Okay. Da war nix. Das war nix. Oh, Pferderennen. Das hasse ich hier richtig. Pferderennen muss man machen. Das hasse ich. Das ist einfach bei C64. Was ganz ekelhaft. Wenn ihr sehen wollt, wie grottig ich war, braucht ihr nur die Olympiade angucken. Familienbeef. So. Ah, so hüpft der Pferd. Okay, alles klar. Ansonsten brauche ich nur steuern und dann hüpfen. Okay. Das ist schon mal einfacher als bei C64. Oh shit, fail. Zu spät gedrückt. Oh Mann. Ah, Kanada. Ja, gewonnen. Halt Schnauze. Will ich nicht nochmal hören. Stabhochsprung, auf geht's. Machen wir ein bisschen schnell durch. Achso. Wie muss ich da drücken? Okay. Ich glaube, es war nix, ne? Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Hopp, welcher Knopf ist denn das? Den muss ich dann drücken? Ist so niedrig. Ich bin ein Hero. Muss ich vielleicht was drücken, damit er schneller läuft? Und dann das? Das? Oh Mann, ich bin so grottig. Oh. Oh Mann, Epic Fail. Komm, was können wir noch verhauen? Hier. Hier, Sprung. Aber nur mal Hochsprung, ne? Niedrig, so klein wie möglich. So, dass ich drüber wegsteigen kann, da. Okay. Entschuldigung. Aber muss ich jetzt drücken jetzt? Ich kann das nicht erkennen, wann an der Linie. Hör mal. Jetzt. Ich hab's immer auf die Matte geschafft. Das muss man ja einfach mal berücksichtigen, einfach. Können wir hier springen, das jetzt. Wir wollen zum Schluss kommen. Also, das wird noch peinlicher. Das wird. Oh, zu früh übergestiegen. Okay. So, und dann? Oh, das ist schon mal nicht ganz schlecht, oder? Schon.
Am Wurf. Ja, ich schaffe immer nur dieselbe Distanz. Hat nicht für meine Überbronze gereicht, schade. So gut, das letzte und dann haben wir es geschafft wieder. Zack. Komplett. Achso, was habe ich denn gedrückt? Falsch gedrückt, ne? Ich habe versehentlich nach unten gelenkt gleichzeitig. Ne? Also ich drücke Torbe. So, jetzt. Auf geht's. Ready. Bet. Muss ich dann irgendwie, muss ich vielleicht AW oder wie muss man fahren? Oder nur A? Nee, muss AB sein, glaube ich. Ja, AB sein. Und muss ich dann fahren? Oh, auf die Schnauze. Ich kann nicht weiter, ich will weiterfahren. Fuck, was hier, dann wieder auf und los. Weiter geht's. Na gut. Ja, da war der keine Punkte gekriegt. Ja, die Abschlussfeier. Und dann verabschiede ich mich auch hiermit von euch. Bis demnächst und mal schauen, was wir uns als nächstes angucken. Wenn ihr noch mehr Folgen zum Sega Sega Mega 3 sehen wollt, dann schreibt es in den Kommentaren. Ansonsten gucke ich mal, dass wir das Master System irgendwie noch erkriegen. Und ach ja, und es wird wahrscheinlich vielleicht jetzt das hier als Familienbeef nochmal geben, als Meisterschaft. Mal schauen. Alles klar, habt euch wohl. Bis dann. Ciao. Euer Jockel.